Handball, Schwertkampf, Bogenschießen, Quidditch, diese Sportarten kennt ihr vielleicht schon aus unserem Sportprogramm. Relativ neu mit dabei ist das Jumping Fitness, wo ihr den Winterspeck auf dem Trampolin abschütteln könnt. Mein Kollege Tobias Zehr wollte sich das einmal genauer ansehen und hat sich für euch unter die Leute gemischt. Das Sportprogramm der Uni ist vielfältig und wird stets erweitert. Ich habe die Trainerin Estelle Bayer gefragt, was man für Jumping Fitness braucht. Ganz einfach, Trampolinspringen, aber auf einer kleineren Version mit einer Stange. Und ja, mehr braucht man eigentlich auch nicht dazu. Ich befinde mich heute hier beim Jumping Fitness und ich bin schon gespannt, was mich dabei erwartet. Schon von Weitem kann man die Musik hören und als ich in die Halle komme, sind alle schon fleißig am Jumpen. Ich stelle mich sogleich auf ein freies Trampolin und springe einfach drauf los. Anfangs noch ziemlich unbeholfen, hat man den Bogen relativ schnell rausbekommen und kann sich schnell nach dem Rhythmus der Musik richten. Jumping Fitness beansprucht eine Vielzahl der Muskeln, ist besonders für ein Bauch-Beine-Po-Training geeignet und stärkt außerdem noch Ausdauer und Rücken. Dabei ist es egal, wer diesen Sport ausübt und wie groß das Leistungsniveau ist, denn das Trampolin schont die Gelenke und ist daher nicht nur für besonders athletische oder schlanke Menschen eine gute Möglichkeit, sich zu bewegen. Ich habe aber sofort gemerkt, dass es super anstrengend ist und bin schnell ins Schwitzen gekommen. Ich habe lange auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und da gibt es halt immer die neuen Trendsportarten. Das heißt, jeder musste irgendwie was Neues machen und dann habe ich mich dazu entschieden, das Jumping Fitness zu lernen und daher, ja, kommt es ja. Jumping Fitness ist am schönsten in der Gruppe und man fühlt sich direkt motivierter, wenn man mit mehreren Leuten zusammen zu energetischer Musik springt. Aber nicht nur das. Man wird auch super glücklich, weil extrem viele Glückshormone ausgeschüttet werden. Also der Kurs ist echt super besucht, also die Wartelisten sind sehr voll. Ja, wie man es kennt, natürlich gibt es immer Leute, die nicht kommen, das heißt, es gibt immer Trampolinen, die frei sind, aber an sich finden es die Leute attraktiv und daher sind die Kurse sehr voll. Auch gesonderte Bauchübungen sind auf dem Trampolin möglich und können mit dessen Hilfe super leicht ausgeführt werden. Also ich kann nur eins sagen, es ist mega anstrengend. Ich habe den größten Respekt vor den ganzen Mädels, die das hier machen. Weil das geht sowas von auf die Beine und auf den Bauch und einfach der komplette Körper wird beansprucht. Und ich bin gespannt, ob ich morgen eine Muskelkater des Todes haben werde. Also auf jeden Fall eine klare Empfehlung.